Tony is Kia Chow. Tony is Kia Chow. Tony is Kia Chow. Tony is Kia Chow. Yummy! So, was geht ab, ihr Sitzpinkler? Herzlich willkommen zu Tony's Kitchen. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses Schmuckstück zubereiten könnt, damit ihr ein bisschen Abwechslung in eurer Ernährung habt und euer Kummerspeck abbauen könnt. Das Rezept ist ganz simpel und dies sind die Zutaten, die ich dafür benutzt habe. Ihr findet diese auch in der Videobeschreibung. So, zunächst nehmen wir das fertige Oatmeal und entfernen überflüssige Zutaten wie diese Cashewnüsse und diese Mandeln. Da so viele Bananen den Blutzuckerspiegel in die Höhe treiben können, entfernen wir diese so schnell wie möglich aus unserem Oatmeal und stellen dies zunächst zur Seite. Da wir an die Umwelt denken müssen, versuchen wir diese geschnittenen Bananen so gut wie möglich wieder zusammenzuflicken. Und diese in die Schale wieder zu verpacken. Dann verrühren wir das Oatmeal so gut es geht. Bis sämtliche Proteine aus unseren kostbaren Haferflocken ausgeschieden werden. Wieso rühre ich da so lange? Wir entfernen dann die Proteinflüssigkeit aus unseren frischen Haferflocken und shaken dies so gut es geht. Da ich nicht genug Geld habe, um mir jeden Tag diese teure Proteinmilch zu leisten, und ich diese noch für andere Tage brauche, entfernen wir so gut es geht das Proteinpulver und das Sojapulver, ohne etwas zu verschütten, aus unserem Oatmeal. Schön vorsichtig. Wir entfernen auch diesen komischen Ball aus dem Shaker, da es sich hierbei um ein Schwermetall handelt, und entfernen dieses Süßungsmittel da meine Lehrer meinten, dass es sich hierbei um Chemie handelt. Schöne Grüße an meine Lehrer. So. Nun ist unsere kostbare Proteinmilch von jeglichen Verunreinigungen befreit und wir versuchen es so gut es geht wieder zurück in die Flasche zu schütten und die Flasche so gut es geht zu verschließen. Dann lasse ich die feuchten Haferflocken so lange wie möglich einfach da stehen damit diese oxidieren oder keine Ahnung, irgendwie sowas und die Flüssigkeit ausscheiden. Damit dies auch mit jeder einzelnen Haferflocke passiert, verrühre ich dies nochmal und entferne dann zu guter Letzt das überflüssige Wasser zurück in meinen Wasserkocher. So, und fertig ist mein tagtägliches berüchtigtes Oatmeal. Lasst mich bitte in den Kommentaren wissen, wie ihr es findet, damit der YouTube-Algorithmus denkt, dass ich viele aktive Zuschauer habe und mich dadurch pusht, damit ich diese Kacke nicht mehr essen muss. Danke. Abonniert mich. So, Friends, bevor ich mir mein leckeres Oatmeal reinfressen werde, kommen wir erstmal zu meinen alltäglichen Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, die ich jeden Tag
morgens, abends und quasi nach dem Training nehme, je nachdem, was für eine Art von Supplement. Kommen wir zum einen zu den Tabletten, die ich gleich zu der Mahlzeit konsumieren werde bzw. aufnehmen werde. Da haben wir zum einen Omega-3 für eine bessere Herzfunktion. Hat auch noch ganz viele andere Vorteile, aber ja, könnt ihr ja googeln, wenn ihr Bock habt. Dann als nächstes Calcium. Soll anscheinend gut für die Knochen sein. Und als allerletztes noch Multivitamin. Kurz bevor ich anfange zu essen, werde ich auch noch Kreatin zu mir nehmen. Das nehme ich quasi nach dem ersten Training und vor dem zweiten Training ein. Immer noch auf leerem Magen, bevor ich was gegessen habe, nehme ich immer ein Scoop vom Kreatin, ungefähr so 5 Gramm. Genau, das alles schmeiße ich mir hier in so einen Scoop zusammen und werde es dann quasi, während ich mein Oatmeal essen werde, dann in mich aufnehmen bzw. zu mir nehmen. Genau, so sieht es aus. Ja, und eine andere ganz wichtige Sache, die ich tagtäglich zu mir nehme, bevor ich mein Fastenfenster öffne und quasi anfange zu essen, das ist zum einen Spirulina-Powder, Chlorella-Powder und Cherry-Acerola-Extrakt. Das mixe ich mir jeden Tag auf leeren Magen, bevor ich anfange zu essen, in einem kleinen Shot-Behälter zusammen und trinke quasi dann diesen healthy tagtäglichen Shot. Ja, ich muss ehrlich zugeben, schmeckt absolut ekelhaft. Ich muss jeden Tag fast kotzen, wenn ich es probiere. Aber muss nicht schmecken, muss wirken. Richtig? Richtig. So, kommen wir zu der Zubereitung. Zunächst mache ich hier in meinen Shotbecher, in mein Shotglas erstmal ein bisschen Wasser rein. So, dann kommt ein Scoop von dem Acerola Cherry Extrakt rein. Das ist dann ungefähr 1 Gramm. Plus, minus. So, danach nehme ich mir auf jeden Fall 4 Scoops, also 4 Gramm von Chlorella Powder und 4 Scoops, 4 Gramm von Spirulina Powder. 1, 2, 3, 4. Dann fügen wir hier auf jeden Fall noch ein kleines bisschen Wasser hinzu, machen dann hier unseren Shotbehälter zu und schütten das Ganze. Und fertig ist unser tagtäglicher Spirulina Chlorella Acerola Cherry Extrakt Shot. Ja, Mann. Prost, Freunde, Schmeckelasse, Mahlzeit. Ich wollte nie nur ein Ferrari haben. Ich wollte nie nur einen Ferrari haben. Ich wollte immer auch ein Ferrari sein. Hat auf jeden Fall Bombe geschmeckt, der Shot. Ich gebe ihm auf jeden Fall eine 6 von 10. Das ist auf jeden Fall nicht mein Favorite Part des Tages. Also Friends, jetzt zwischendrin hole ich mir auf jeden Fall einen Shake. Einen ganz besonderen Shake. Ja Mann, das Ganze befindet sich genau in diesem Laden hier vorne. Extra für Fitness, wie ihr es sehen könnt. Da ist das gute Stück auf jeden Fall. Es gibt verschiedene Sorten, 4 Sorten. Einmal gibt es Mixed Fruit Joghurt, Strawberry Joghurt, Blueberry Joghurt und Mandarin Orange Joghurt. Ich glaube, ich probiere heute auf jeden Fall den Mixed Fruit Joghurt und den Mandarin Joghurt. 89 Baht, was umgerechnet diese Summe sind. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Proteinshake verkaufe, verdiene ich wenig Geld. Wenn ich 1 Million Proteinshakes verkaufe, dann verdiene ich eben mehr. Schmeckelasse. So Jungs, es ist soweit, wir haben die Proteinshakes, da ist das gute Stück. So Freunde, willkommen zum offiziellen Geschmackstest von dem 74 Gramm Protein Chicken Smoothie. Warum bin ich nicht mehr vegan? Wie gesagt, ich habe mir einmal die Sorte Mixed Fruit Joghurt und einmal die Sorte Mandarin Orange Joghurt geholt. Ich glaube, ich ziehe mir lieber ein T-Shirt an. Also, probieren wir das gute Stück. Ich würde sagen, ich probiere jetzt Mixed Fruit Joghurt. Also den hier. So sieht das Ganze nochmal aus. 74 Gramm Protein. Wen die Nährwerte interessieren, die kann ich auf jeden Fall hier mal einblenden. Von dem ganzen Ding. Und
Dann probieren wir mal. Wow. Ich weiß gar nicht, warum ich mir zwei davon geholt habe. Im Endeffekt, also er schmeckt halt wie so ein Whey Protein Shake, quasi mit Mixed Fruit Geschmack. Also man spielt quasi so einen milchigen Whey Protein Shake mit Mixed Fruit Geschmack. Aber, und das ganz große Aber, da drin spürt man halt im Endeffekt auch das Chicken und diese ganz kleinen Chicken-Stücke, die so klein und fein sind wie so Thunfisch, wie so klein geschnetzeltes, gehacktes Thunfisch in so kleinen Ölkonserven, in so kleinen Öldosen. Und genauso schmeckt es halt im Endeffekt. Wenn man dann trinkt, hat man zum einen diesen Whey, dieses Flüssige, aber zwischendrin bleiben da noch so kleine Hähnchenstücke oder Chickenstücke an den Zähnen kleben. Und da hat man so einen nasty Geschmack im Mund und quasi noch so nasty Stücke, wie als würde man Aloe Vera trinken und dort sind ja auch so Stücke drin. Und quasi das ist halt im Endeffekt ein Proteinshake mit Chickenstücken drin, die dann auch quasi in den Zähnen hängen bleiben. Ja, fühlt sich ehrlich gesagt von der Konsistenz nicht so geil an. Dementsprechend gebe ich dem Ganzen hier eine 6,5 von 10. Man kann es trinken, es hat 74 Gramm Proteine. Ja, aber im Endeffekt ist es halt auch, ja, nicht so ganz angenehm von der Konsistenz her. Aber wie wir so gut wissen, es muss nicht schmecken, es muss wirken. Und dementsprechend ist es eine solide 7 von 10. Test bestanden. Kommen wir zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, ich zeige euch auf jeden Fall die Nahrungsergänzungsmittel, die ich täglich zu mir nehme. Das sind zum einen all diese Sachen hier. Genau, dafür benutze ich zum einen diese ganzen Sachen hier.